Die Legende kehrt zurück. Der 2007 erschienene Endzeit-Thriller I Am Legend mit Will Smith in der Hauptrolle gilt bis heute als großer Liebling unter den Fans des Genres und erwies sich zudem als finanzieller Erfolg. 2022, also genau 15 Jahre nach dem Release des ersten Films, wurde offiziell eine Fortsetzung angekündigt. Auch hier ist Will Smith erneut als Robert Neville dabei. Das dürfte einige Fragen aufwerfen, wenn man das Ende von Teil 1 bedenkt. Wir verraten euch in unserem neuen Original, was es mit der Fortsetzung auf sich hat und präsentieren euch die ersten Details. Die Handlung von I Am Legend 2 wird vermutlich für einige Verwirrung bei Kennern des Vorgängers sorgen. Darin geht es um den Forscher Robert Neville, der als vermeintlich letzter lebender Mensch in einer postapokalyptischen Welt um sein Überleben kämpfen muss. Den Tag verbringt er mit der Jagd auf Antilopen und sendet Funksprüche an mögliche Überlebende einer globalen Seuche. In der Nacht hingegen versteckt er sich, da diese von Infizierten beherrscht wird, die das Tageslicht meiden. Das Ende des Kinofilms war relativ traurig. Robert fängt eine Infizierte und will ein potenzielles Heilmittel an ihr testen. Das veranlasst jedoch andere Infizierte dazu, sein Labor zu überrennen. Im darauffolgenden Kampf kommt er ums Leben. Seine Geschichte schien somit abgeschlossen zu sein. Allerdings erschien im Rahmen der Heimkino-Auswertung des Films ein alternatives Ende, welches die Rückkehr von Robert in die Fortsetzung erklärt. Hierbei erkennt er, dass die Infizierten gar nicht hinter ihm her sind, sondern nur die von ihm gefangen genommene Frau befreien wollen. Er stellt außerdem fest, dass es sich bei den Infizierten gar nicht um seelenlose Untote handelt, sondern um intelligente Wesen. Diese haben ihre eigene Gesellschaft geschaffen und wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Nachdem die Infizierte freigelassen wird, kann Robert sich mit anderen Überlebenden auf die Reise zu einem der letzten Lager machen, in dem noch andere Menschen existieren. I Am Legend 2 greift das alternative Ende von Teil 1 auf und wird darauf aufbauend eine neue Geschichte erzählen. Drehbuchautor Akiva Goldsman beteuerte in einem Interview mit Deadline, man wolle sich mit dem Sequel strenger an die Romanvorlage halten. Laut ihm ging es in dem berühmten Roman von Richard Matheson darum, dass die Zeit der Menschheit als dominante Spezies auf dem Planeten zu Ende war. Das sei ein sehr interessanter Punkt, den man näher erforschen wolle. Das Kinoende, das auf Druck des Filmstudios nachgedreht wurde, klammerte diesen Aspekt der Vorlage völlig aus. Auch Hauptdarsteller Will Smith sprach Anfang 2022 im Rahmen eines Interviews mit Entertainment Tonight über die Fortsetzung. Er hätte zunächst nicht an ein Sequel geglaubt, doch als er von der Idee hörte, auf der Teil 2 nun basieren wird, sei er überzeugt gewesen, dass I Am Legend 2 ein guter Film werden könne. Er dürfe noch keine weiteren Details verraten, aber es handle sich laut Smith um ein verdammt cooles Konzept. Will Smith wird nicht der einzige große Name bei I Am Legend 2 sein. An seiner Seite sehen wir Creed-Star Michael B. Jordan. Der Darsteller konnte bereits in etlichen Rollen überzeugen und lieferte zuletzt mit Creed 3 sein Regiedebüt ab. Erste Theorien besagen, dass er möglicherweise den Sohn von Robert Neville verkörpern könnte. Will Smith verriet, dass Jordan außerdem einen erheblichen Anteil an der Entwicklung von Teil 2 habe. Akiva Goldsman war bereits für das Drehbuch von Teil 1 verantwortlich und setzt diese Tätigkeit für das Sequel fort. Laut ihm spielt Teil 2 mehrere Jahrzehnte nach Teil 1 und man müsse schauen, ob Will Smith für die Handlung nicht sogar älter dargestellt werden müsste, als er eigentlich sei. Ob I Am Legend-Regisseur Francis Lawrence ebenfalls wieder die Regie übernehmen wird, bleibt bisher ungewiss. Goldsman verriet, dass man sich an dem berühmten Videospiel The Last of Us orientieren will, welches dieses Jahr bereits in einer grandiosen Serie umgesetzt wurde. So sehe man darin eindrucksvoll, wie sich die Natur die Erde nach dem Ausbruch einer Pandemie zurückgeholt hat. Das wolle man am Beispiel New Yorks ebenfalls verdeutlichen. Auf der einen Seite verblüfft diese Aussage ein wenig. Immerhin stellte I Am Legend bereits viele Jahre vor The Last of Us ein von der Natur überwältigtes New York dar und diente seinerseits als Inspiration für The Last of Us. Zum anderen lässt die Erwähnung der Stadt selbst aufhorchen, da Robert und seine Begleiter die Stadt eigentlich am Ende von Teil 1 verlassen. Zumindest in der Version, auf die man sich beziehen will. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Projekt in den kommenden Monaten entwickeln wird. Ursprünglich war ein Kinostart für 2024 angedacht. Dieser scheint aufgrund der Streiks der Autoren und Schauspieler jedoch aktuell mehr als unrealistisch. Die Beteiligten lassen jedoch kaum einen Zweifel daran, dass I Am Legend 2 früher oder später erscheinen wird. An Motivation scheint es jedenfalls nicht zu mangeln.
Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr Fans von I Am Legend und kanntet ihr bereits das alternative Ende? Welches hat euch besser gefallen und meint ihr, aus der Geschichte ist noch mehr rauszuholen? Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare und lasst gerne ein Like da, wenn euch diese Videos gefallen.